willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mal wieder jemanden von euch grüßen, und zwar Finja Unicorn, denn sie hat sich die Himmelspirouette gewünscht und sie wollte unbedingt, dass ich sie grüße. Also, Glück Grüße. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal die Himmelspirouette. Auswärtsdreier findet ihr in meinen letzten Videos. Auf jeden Fall. Wenn ihr euch denn den Auswärtsdreier von mir erklären gelassen habt und ihn dann könnt, dann würde ich euch raten, ihn vor den Eingang der Pirouette zu setzen. Also ihr macht einen Auswärtsdreier. So. Das zeige ich jetzt nochmal in groß und in schön. Wie gesagt, der Auswärtsdreier. Und dann fahrt ihr nicht so gerade so, sondern ihr stellt euer Bein auf. Also ihr macht einen Auswärtsdreier und dann stellt ihr euer Bein auf. Wenn ihr dann diesen Ausfallschritt gemacht habt, dann steht ihr in diesem Ausfallschritt und dann geht ihr nicht nach außen zu dieser Seite, sondern nach innen. Weil ihr wollt ja über 6 und dann 43. Das heißt, ihr macht den Dreier. Also, ihr kippt dann zur Innenseite und dann übersetzt ihr auch von der Innenseite. Dann macht ihr da ein oder mehrere Übersetzer hin. Also, in meinem Falle mache ich jetzt 2, das zeige ich euch jetzt. Schon gesehen habt, stand ich nach dem zweiten Übersetzer auf dem Boden. Das müsst ihr dann auch, um in die Pirouette reinzukommen. Also, ihr steht dann auf dem Boden. Wenn ihr das dann geschafft habt, dann schon mal großes Lob. Auf jeden Fall, wenn ihr dann auf dem Boden steht, so, nehmt ihr dieses Bein hier. Das ist in dem Fall bei mir jetzt das linke Bein. Ich weiß nicht, in welche Richtung ihr dreht, aber eigentlich drehen die meisten links rum. Auf jeden Fall geht ihr dann, macht ihr dann diesen Bogen zum Andrehen. Dann macht ihr eigentlich, so gesagt, eine normale Standpirouette. Also, würde ich euch empfehlen, jetzt erstmal so zu üben, wenn ihr euch dann da so sicher seid, so zu drehen, also wie ich das gerade gemacht habe, dann geht ihr weiter. Und zwar, wenn ihr dann in eurer Pirouette so steht, also ihr dreht dann halt so, dann versucht das Bein entweder so ranzunehmen, wie ich das gerne mache, so ran, und dann euch nach hinten zu biegen, oder ihr nehmt das Bein so. Und die gebt den Körper nach da. Also ich zeige euch jetzt erstmal zwei Varianten. Das war jetzt die erste Variante und
Und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch die Zeitvariante, also die hier. Und ja, das war's auch schon leider und ciao.